Bei jeder Armee dieser Welt lernst du Schlafsack obendrauf. Mhm. Und mit jedem Schallschritt, dong, 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 dong. Was passiert hier? Bong, bong, bong. Ist das so nervig wie am Kopf? Irgendwie nicht. Ich nicht. Nee, habe ich nie verstanden, wie die Armee darauf kommt. Schlafsack oben rauf. Keine Ahnung. Tu as compris? Hä? Monsieur? No. No. Günni, einer der Zuschauer wollte wissen, kennst du Thomas Gast? Und würdest du dich mit ihm treffen? Also wir haben ja, das ist aber schon ewig lange her, da gab es einen kurzen Dialog mal für ein Video, 1000 Kilometer anreisen. Das dauert einen Tag dahin, einen Tag zurück und dann, wie gesagt, noch irgendwas machen. Was soll da Spannendes passieren? Weißt du, was ich meine? Das sind Dinge, die kann ich alleine zeigen, er alleine zeigen. Wenn das um die Ecke wäre, wäre es eine andere Geschichte. Aber ich fahre nicht für ein Video, um ein bisschen zu quatschen, 1000 Kilometer. Weil das, wie gesagt, für mich sind es 3 Tage, die ich auf jeden Fall dann da verbringen muss. Ein Tag Anreise, ein Tag Abreise und ein Tag Aufenthalt. Und das ist mir einfach zu viel Zeit. Wie läuft es eigentlich wirklich in der Fremdenlegion ab? Wo willst du denn da anfangen jetzt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oh, das ist jetzt abendfüllend. Das ist ja ein Schlagwort. Und ja, aber das muss der Zuschauer noch mal ein bisschen besser eingrenzen. Ja. Was er da jetzt genau wissen will. Will er dahin? Will er wissen, so fängt es an, das sind die Schritte. Wo gehe ich hin? Eigentlich ist es egal, du kannst in die Polizeistation gehen, das ist immer auch gleich Rekrutierungsanlaufstelle. Und die rufen dann an und dann wirst du abgeholt. So habe ich es auch gemacht. Ich bin in Marseille und in Marseille bin ich zur Polizei und wie gesagt, von dort wurde ich abgeholt. Du musst den Weg gar nicht selber suchen, du kannst dich überall melden an diesen Stellen. Ja, wahrscheinlich wollte er wissen, wie man dort den Alltag verbringt. So mit Aufstehen, vielleicht Kampfübungen oder. Ja, aber jeder Tag ist anders. Ja, du lachst. Ja. Also kein Tag ist langweilig, das kann ich schon mal sagen. Jeder Tag ist irgendwie, ist immer volles Programm. Irgendwas machst du immer. Also ist nicht wie bei der Bundeswehr strukturiert und immer das Gleiche? Nein, definitiv nicht. Wie gesagt, kein Tag ist gleich. Es sei denn, du stehst Wache. Aber du weißt nicht, wie die Situation sich dann ergibt, ob vielleicht eine veränderte Lage ist oder irgendwas. Also von meinem Empfinden kann ich sagen, ich habe mich von dieser ganzen Zeit nicht einen Tag gelangweilt. Das ist das Erste. Und ich habe gefühlt jeden Tag was anderes gemacht. Also ich war immer irgendwie beschäftigt. Also langweilen tut sich da keiner. Wir haben auch abends da gesessen. Ich habe meinen Kopf geschüttelt. Die Jungs haben schwer gesoffen. Und morgens um 4 war Laufen angesagt. Mit Rucksack. Und dann hast du sie alle kotzen sehen. Aber das hilft ja nicht. Wer kotzt, hat keine Pause, sondern der muss dann trotzdem weiterlaufen. Und die haben sich gut gefühlt. Also Saufen ist bei der Legion kein gutes Mittel. Weil die Überraschungseinlagen, die sind immer da. Du musst immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Und wenn du einmal säufst, kann das halt sein, dass du versackst bis 2 Uhr. Bis du dann im Bett bist, hast du eine halbe Stunde geschlafen und dann ist Action Halligalli, Leistungsabruf. Und dann bist du immer noch total bestrahlt, völlig besoffen. Wie gesagt, es gab immer so Kandidaten, die haben sich dann öfter mal schwerstens betrunken. Aber das ist doch eher die Ausnahme gewesen, weil normalerweise bist du immer müde. Du bist auch so vernünftig, dass du sagst, du rechnest jederzeit mit irgendeiner überraschenden Situation, dass wieder irgendwas passiert, irgendwas kommt. Und das sagen die vorher nicht. Oh. Nein. Nein, nein. Wie gesagt, Schlafentzug, das ist bei jeder Übung ist das eigentlich immer dabei. Wie war das mit Wochenenden? Konnte man Wochenenden nach Hause oder war das auch immer fragwürdig? Du weißt, wo dein Zuhause ist? Ach so, ja. Sehr witzig. Nein, wenn du rausgehen möchtest. Ich hatte das so. Du musst dich dann erstmal vernünftig in Ausrüstungsuniform anziehen. Und dann musst du deine Schuhe schön auf Hochglanz polieren. Dann musst du dich bei dem Wachoffizier melden und um Ausgang bitten. Und bei uns war das so, da war ein hoher Spiegel auf dem Flur.
Und da hast du dich vorgestellt und hast dich vernünftig gemeldet und um Ausgang gebeten. Und dann guckt er so hinter dich am Spiegel, guckt da runter, wie du von hinten aussiehst. Dann guckt er vorne. Dann hat er meinen Knopf genommen, abgerissen und sagt er, so kannst du nicht aus. Also bin ich auf meine Stube und habe den Knopf wieder angenäht. Dann habe ich ein paar Mal rumgewickelt und wieder durch mit der Nadel. Das ist richtig schön festgemacht. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt wieder hingehe, nimmt er den nächsten Knopf. Habe ich alle nachgenäht. Dann bist du aber erstmal 1,5 Stunden beschäftigt. Dann fängst du nochmal an und bügelst nochmal über und sagst so, jetzt muss aber alles perfekt sein. Dann gehst du hin, dann stellst du dich wieder vor, bis er aber dann da ist, lässt du dich 2 Stunden warten. Also rausgehen. Also du ziehst ihn nicht an, gehst durchs Tor und bist draußen. Nein. Das hat halt alles Ritual. Ja, das ist einfach so. Da muss dann alles passen. Und wie gesagt, der findet immer irgendwas. Und wie ist das mit reinkommen? Kann man einfach so wieder rein mit seinem Anzug? Ja, klar. Nach Hause kommen darfst du immer. Wir haben das auch gemacht, dass wir unterwegs welche, die getrunken hatten, eingehakt haben und reingenommen haben. Das ist auch wieder so eine Sache. Einige sagen so, oh, ne? Alle, alle. Andere wiederum, die strafen dich dafür, dass du besoffen reingekommen bist, weil du da draußen besoffen aufgetreten bist. Ja, du sollst was repräsentieren. Und das gibt die und die. Die einen sagen so, naja. Und der Nächste, der straft dich richtig ab, weil du in der Öffentlichkeit, wie gesagt, der Legion an die Schande bereitet hast, indem du so aufgetreten bist. Auf der Stube wiederum hat keiner was gesagt. Natürlich Flasche unter den Tisch, nicht hier die ganze Batterie und die Bierkästen oder so ein Scheiß, sowas gab's nicht. Ja, das wurde dann, wie gesagt, getrunken, ja, aber alles sauber und ordentlich diszipliniert. Wie ist das eigentlich? Wurden morgens immer die Stuben kontrolliert, also auf Sauberkeit und auf Ordnung? Also das gab keine feste Uhrzeit, sondern das passiert spontan. Okay. So. Und das natürlich in den ersten Monaten sowieso. Du wirst ja geprägt, du wirst ja geformt. Ich kann nur sagen, wenn ich heute Wäsche zusammenlege, kriegt meine Frau eine Krise, weil alles natürlich genauso legionsgerecht zusammengelegt ist, dass sie sagt, oh mein Gott, das kann man so nicht zusammenlegen. Also das habe ich heute immer noch und das wirst du wahrscheinlich mit 100 auch nicht aus mir rauskriegen. Weil du halt alles vernünftig gemacht hast. Wir haben uns ja auch Schablonen gemacht und haben die Schablone raufgelegt, um dann, wie gesagt, diese Faltgröße hinzubekommen und solche Sachen. Dann hast du im letzten Step die Schablone rausgezogen, aus Pappe umgeschlagen, hast das alles sauber reingelegt und das war wirklich dann alles akkurat und gerade. Ne? Bügelmeister. Es gibt viele Dinge, die mir andere erzählt haben, die mir nie passiert sind. Wie zum Beispiel antreten und dann wird die Rasur überprüft. Dann hat der eine Ausbilder eine Wattebausch genommen und hat den durchs Gesicht gezogen. Und dann sind bei dem die Fusseln hängen geblieben. Wieder abtreten, rasieren, wieder antreten und so weiter. Habe ich aber selber nie erlebt, aber wurde mir erzählt. Wenn man sich dazu entschied, dort zu bleiben und man wird auch übernommen, unterschreibt man einen Vertrag auf eine bestimmte Zeit oder? 5 Jahresverträge. 5 Jahresverträge. Und wenn du 3 hast, hast du zum Beispiel einen Anspruch auf einen Alterssitz im Altersheim der Legion. Hm. Entweder bist du Versehrter oder du hast halt 3 Verträge abgeschlossen, 15 Jahre, dann hast du auch einen Anspruch auf einen Platz im Versehrtenheim. Da sind dann die ganz durch Typen. Die sind aber lustig. Was ist jetzt Voraussetzung, um dich dort zu bewerben? Also körperliche Eignung? Also du brauchst eine gewisse Grundfitness, das ist richtig. Du fängst an, musst dir vorstellen, du kommst zum Rekrutierungsbüro und da sitzt, wie gesagt, entsprechend jemand, der erstmal rauskommt und dann zeigt er auf eine Klimmzugstange und dann will er erstmal 20 Stück sehen. Und ich sag mal so, wenn du 15 schaffst, ist das auch okay. Aber es gibt Leute, die quälen sich da hoch, einmal, vielleicht zweimal und dann sagt er, kannst dann das auch schon immer wiedersehen. Das ist schon mal die erste Hürde, die du nimmst.
Du stehst davor, rechts darüber ist die Hantelstange und dann musst du erstmal dahin. Und wenn du das nicht zur Zufriedenheit meisterst, kannst du leicht die Taschen hin und gehen. Also mal so zu Fitness, das sollte man können. Alles andere, sag ich mal, ob du jetzt ein Läufer bist, der 8 Kilometer laufen kann oder 14 Kilometer, die bringen dich dahin. Das ist auch nicht so, dass sie dir mit der Missforke die ganze Zeit in Moors pieken, ist Quatsch, sondern das ist ein Programm. Und die steigern das. Die sagen immer, oh, das ist so hart und so weiter. Habe ich nie so empfunden, weil ich habe mich einfach darauf eingelassen. Und die transportieren dich dahin. Weil sich, du läufst erst, sag ich mal, auf Waldwegen, ja, querfährt ein, Läufe. Dann läufst du Pässe hoch. Irgendwann läufst du am Strand. Das ist noch anstrengender, durch diesen tiefen Sand. Aber das ist halt alles konditionsfördernd und die transportieren dich einfach dahin, wo sie dich hinbrauchen. Das ist nicht so, du musst nicht von 0 auf 100 alles können, was sie wollen. Nein, ja, das erwarten die auch nicht. Das erwarten die auch nicht. Die wollen eigentlich einen Rohling, den sie dahin bekommen und den hinmassieren, wo sie ihn brauchen, dass er Standard ist, wie alle anderen auch. Alle sollen praktisch dieselbe Leistung jederzeit abspulen können, die man haben will. Und da, wie gesagt, dann hast du zwischendurch ja die Tiefwettkämpfe. Ja, mit den Kompanien untereinander. Das ist ja auch alles für Fitness. Das ist halt, wie sagt man, Bundesjugendspiele, schon mal gemacht? Ja. So mit Staffellauf und diese Dinge. Genau, sowas gibt es da halt auch. Sehr cool. Ja, und dann halt Seile hoch, anklatschen, runter, weiter, sowas. Um die Wette. Aber wie gesagt, du wirst dahin transportiert. Das ist nichts, was man vom ersten Tag an von dir abverlangt. Und die wollen auch nicht, dass du, was weiß ich, in deinem blauen Trainingsanzug deine Runden drehst. Du kommst hin und bekommst ja erstmal, sag ich mal, bekommst ja einen Trainingsanzug, bis deine ganzen medizinischen Untersuchungen durch sind. Dann bekommst du, also ich habe damals Natrolief bekommen. Und dann, wie gesagt, wenn du abends laufen gehst, das ist eigentlich nicht gesehen, weil du jetzt eigentlich Dinge machst, die gar nicht von dir wollen. Die wollen eigentlich was ganz anderes. Dass du dich genau darauf einlässt, was die dir wann auch immer abverlangen. Das heißt, man kann nicht irgendwie dann zwischendurch selber trainieren? Oder? Das kannst du später gerne machen, aber wie gesagt, in der ersten Zeit musst du dich einfach komplett auf das Ding einlassen. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich bin am ersten Tag, habe ich gedacht, oh, jetzt werden wir richtig gefordert, ich gehe mal eine Kasernenrunde laufen. Dann kamen sie aber mit der MP und haben mich auf den Boden gecatcht mit zwei Leuten. Da war Punk gleich in der Hütte. Und ich sage so, ich will doch nur laufen. Nein, nicht laufen, nein, mitkommen. Ja, dann habe ich erstmal Anschiss gekriegt. Ich habe es auch nur gut gemeint, aber deswegen sage ich. Nein, die haben dich eigentlich in dem Moment, haben sie von dir erwartet, dass du auf deiner Stube sitzt und das machst, was sie dir sagen. Und keine eigenmächtigen Aktionen. So, ja. Ja, am Ende musst du Sportplatzrunden laufen mit dem Rucksack. Als Strafe. Na klar. Sie wollen laufen? Laufen Sie. Ja, du läufst dann, wenn die es dir sagen. Wie, gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wie schwer war der Rucksack? Also ich kann das ja immer nur sagen, in dem Moment, wo wir ihn gepackt haben. Hm. Es gab verschiedene Marschgepäcke. Also wenn du jetzt irgendwo in Einsatz warst oder zur Übung bist, hast du eigentlich ein Grundgerüst immer mitgenommen und hast halt dort dann umgepackt. Das heißt, du hast deine ganze Ausrüstung ständig und immer am Mann gehabt, bis hin zu einem Ausbildungsabschnitt und dort wurde dann umgepackt das, was du halt dafür brauchst. Das heißt, du hast auch Sachen abgelegt, wie Schlafsack und so weiter, weil es in dem Moment nicht erforderlich war. Wenn du Lauftraining gemacht hast, dann haben sie dir drei Säcke mit 10 Kilo Sand reingepackt. Und dann bist du zum Beispiel marschiert oder bist du über die Hindernisbahn. Da haben sie dir dann Sandsäcke reingepackt. So war es bei mir. Also unterschiedlich, aber ich sag mal, 35 Kilo, das musst du tragen können. Was hat mein Rucksack gewogen? Du hast ihn mal in der Hand gehabt. 15? Niedlich. Nein, als ich ihn gestern aus dem Auto genommen habe. 10? Weiß ich nicht. 2,5 oder was?
war nicht schwer für mich. Nein, ja, aber der hat 30 Kilo. Letztes Mal, du erinnerst dich, hast gesagt, boah, nee, Günni, der ist zu schwer. Ja. Da habe ich doch, wie gesagt, auch 30 Kilo mit gehabt. Aber es kommt ganz anders rüber. Ja. Mit dem Tragestell sowieso, klar. Aber ich trage heute noch 30 Kilo durch die Gegend. Gut zu wissen, dass ich das doppelt tragen kann. Tragen heißt nicht hochheben, sondern in jedem Gelände musst du dir immer überlegen, dein Fuß setzt nie hundertprozentig plan zur Fläche auf. Das heißt, du gehst immer und der Fuß sinkt immer zu irgendeiner Seite mehr ein. Das geht immer auf die Bänder. Also wer mit 45 Kilo in den Wald geht und darum marschiert, das ist nur eine Frage der Zeit. Entweder gibt es einen Ermüdungsbruch oder aber es gibt einen Bänderabriss und solche Sachen. Wenn du im schwierigen Gelände bist, brauchst du leichtes Gepäck. Weil du, wie gesagt, nie gerade, das ist ja keine geteerte Fahrbahn. Ja. Und jeder Schritt, da rutscht man Holz unter deinem Fuß weg, sodass du dann wegrutscht. Das ist im Wald, sag ich mal, bei jedem vierten, fünften Schritt ist das immer dasselbe. Da gibt der Untergrund komisch nach, da trittst du auf den Ast und rollst ein Stück nach vorne. Das kannst du mit schwerem Gepäck nicht lange durchhalten. Kannst du einen Rucksack empfehlen? Natürlich kann ich einen Rucksack empfehlen, weil ich ja schon einige ausprobiert habe. Das ist aber nie ein Grundrezept, weil jeder Mensch natürlich unterschiedliche Dinge tragen kann. Hm. Ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Rucksack, den kannst du nachher mal zeigen, mit dem Tragegestell. Also gefühlt werden 25 Kilo zu 15 Kilo. Ja. Ne? Du hast den auf und sagst, nö, eigentlich, das ist cool. Warum? Weil das meiste die Hüfte trägt, mit dem Beckengurt. Und wenn du den vernünftig ranziehst, dann kannst du oben eigentlich schon die Hand reinpacken. So, in dem Moment hast du das Gewicht nicht auf den Schultern, sondern wirklich nur auf der Hüfte, deine Beine tragen das. Das heißt, du brauchst kräftige Oberschenkel und dann ist es kein Problem. Aber das kann eben nicht jeder. Nicht jeder kann so viel Kilo tragen. Aber du brauchst halt ein Grundgerüst. Der ist für Männer und Frauen natürlich unterschiedlich. Du kannst eine Frau nicht mit 40 Kilo durchs Gelände hetzen. Das ist ja Quatsch. Das wirst du ja gerade mal selber. Ja, du läufst ja auch nicht mit, was weiß ich, 100 Kilo Balken, läufst du ja auch nicht durchs Gelände. Macht keinen Sinn, deswegen. Das muss immer dem Körperverhältnis entsprechen, sag ich mal, ein Viertel deines Körpergewichts, das ist das, sag ich mal, was vertretbar ist. Und dann geht es eben um die Tragesysteme. Es gibt viel Murks, es gibt hauchdünne Beckengurte, die keine Entlastung bringen. Warum man die überhaupt daran macht, fragwürdig. Und dann gibt es, wie gesagt, ein Tragegestell. Das hilft halt auch, ein gewisses Gleichgewicht auf dem Rücken zu bekommen. Ja, weil es eben auf ein Gerüst geschnallt ist und der nicht schief hängt zum Beispiel. So, wenn du gehst, muss er sich leicht mitbewegen, aber darf nicht kippen und so halblastig zur Seite runterhängen. Und wie gesagt, es gibt viele Rucksäcke.